Gange begrüße ich jetzt den Sieger des HTT 500 Bewerbs hier in Kitzbühel, Reinhard Beusitz. Reinhard, gratuliere zum Titel. Du hast vorher gegen den Martin Zietner 6-4, 6-1 gewonnen. Was war ausschlaggebend? Ich glaube, ausschlaggebend war einmal, dass ich die ganze Partie in Führung war, weil wir waren beide körperlich, nachdem wir nicht mehr so trainiert sind wie die Jungen, ziemlich am Ende. Und natürlich, wenn man vorne ist, spielt sich das Ganze leichter. Und nachdem ich den ersten Satz gewonnen habe, sind dann auch die Schläge ein bisschen besser gekommen, waren beide nicht mehr noch so nervös. Und ja, ich habe das dann besser für mich nutzen können, weil ich halt in Führung war. Du hast schon sehr viele Turniere gewonnen. Wo ordnest du dann diesen Turniersieg jetzt ein? Ja, viele Turniere gewonnen, es ist aber lang her. Mein letztes Einzelturnier habe ich, glaube ich, gespielt vor 5 oder 6 Jahren, weil ich habe mit 19 eigentlich aufgehört zum Tennisspielen. Bin jetzt Trainer und den Titel ordne ich sehr, sehr hoch ein, muss ich ehrlich sagen, ja, weil es hat wieder einmal ein Turnier war seit langem, 2 Schüler von mir auch mitgespielt haben, insbesondere der Michael Kern, der eben auch ins Finale gekommen ist. Und ja, war eine super Woche, trotz des Wetters, aber es ist alles ausgegangen zum Glück, auch für den Klaus zum Glück alles ausgegangen. Und ja, ganz ein toller Titel und ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich, dass ich das körperlich auch überstanden habe. Ja. Wie hat es sich angefühlt, hier auf der ATP-Anlage zu spielen? Mir, es war einerseits natürlich super, wegen der Atmosphäre und wenn die Profis da auch herumgehen, ist das natürlich super. Aber es war hier viel schwieriger zum Spielen als bei den anderen Standorten in Going und in Kirchberg, weil ich finde, dass man da das erste Mal wirklich die Höhenlage gemerkt hat und da muss man halt bei jedem Schlag eigentlich einberechnen, sowohl in die Länge als auch in die Breite, dass der Ball einfach 2 bis 3 Meter länger fliegt. Und das macht das Tennis natürlich um einiges schwieriger. Das war hier am meisten spürbar. Was hast du jetzt in Kitzbühel alles gemacht, außer eben Tennis zu spielen? Darf man das auf der Karte, darf man das sagen? Nein, ja, eigentlich am Anfang, nachdem es geregnet hat, sind wir essen gegangen, haben viel Karten gespielt. Und ja, das war es im Prinzip eh und haben uns die Zeit irgendwie probiert rüberzubringen. Und ja, und die letzten Tage haben wir eigentlich nur geschaut, dass der Körper irgendwie haltet. Ja. Werden wir dich jetzt in Zukunft vielleicht öfter auf der Hobby-Tennis-Tour sehen? Ja, ich glaube, es kommt jetzt dann noch ein Doppel-Grand Slam, soweit ich weiß. Ja, und das werde ich auf jeden Fall mit einem Schüler von mir wieder mitspielen. Und ansonsten, je nachdem, wie es die Zeit zulässt, beziehungsweise die körperliche Verfassung. Ja, das war eine relativ harte Woche für mich. Gut, dann Gratulation noch einmal zum Titel. Danke fürs Interview und danke dir nach Hause. Viel.